SWF 3 ist so etwas wie die große alte Dame der sogenannten Verkehrs- und Servicewelt. Was natürlich nicht heißen soll, dass es an jugendlichem Schwung fehlt. 8,4 Millionen Hörer achten auf das, was die Baden-Badener seit 15 Jahren ins Saarland, in die Rheinland-Pfalz und nach Baden-Württemberg hinaus senden. Es ist ganz schön, wenn man in der Bundesliga spielen darf, ne? Wenn man schon antritt, um das Bild mal zu gebrauchen. Und SWF 3 ist nun also ohne Zweifel nicht nur Mitglied in der Bundesliga, sondern ist schon Bayern München, wenn du das so sehen willst. Also seit Jahren immer oben und das ist einfach ein tolles Gefühl. Und professionell. Ich kenne keinen professionelleren Sender in Deutschland. Gut gemachter Radiojournalismus, der mit einem Musikanteil von 70% wie eine abwechslungsreiche Boulevardzeitschrift aufgemacht ist, ist SWF 3 das Wichtigste. Allerdings darf kein Wortbeitrag länger als 5 Minuten sein. Dann muss wieder Musik aus dem wohldosierten Repertoire kommen. SWF 3 unter Deutschlands Radiosendern immer noch top. Und wer kennt nicht diese wohlbekannte Melodie? Why don't you leave your name, and your number, and I'll get back to you. SWF 3, Popshop. SWF 3 ist viel Musik. SWF 3 ist qualifiziertes Wortprogramm, sprich also Journalismus reinster Sorte. Und SWF 3 ist sehr viel Spaß. Das würde ich mal sagen, sind so die drei Hauptsäulen unseres Programms. Spaß, Musik, Journalismus. Gerade die fundierten journalistischen Beiträge ermöglichten es SWF 3, die stark gestiegene private Konkurrenz schadlos zu überstehen. Die Möglichkeiten und das Archiv einer traditionellen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt sorgten dafür. Original SWF 3. Jan Metzger in Prag für SWF 3. Jürgen König in London für SWF 3. Rainer Wolfgang in Singapur für SWF 3. Dieser Journalismus ist so strukturiert und so gemacht, dass wir versuchen, nur dann die Klappe aufzumachen, wenn es auch was zu sagen gibt. Und die Moderation, so im Stile von hier staunte der Polizist nicht schlecht, als er die rüstige Rentnerin erblickte, was du bei den Privatstationen hörst, das ist also hier ein glatter Kündigungsgrund. Hier sagst du einfach in zwei Sätzen das, was zu sagen ist und versuchst sehr schnell und sehr gerade auf den Punkt zu kommen. Und das gelingt auch meistens. Die Ansprüche bei SWF 3 sind also sehr hochgeschraubt. Und selbst TV-Musikmoderatorin Stefanie Tücking ist früher einmal bei SWF 3 abgelehnt worden. Nach Beendigung ihrer Formel-1-Zeit hat es dann aber doch noch geklappt. SWF 3 ist für mich Journalismus, und zwar in Reinkultur. Ich habe, als ich mit dem Radio angefangen habe, ich habe zuerst Fernsehen gemacht, dann hat mich der Thomas Gottschalk zum BR geholt, da habe ich Musiksendung gemacht, eine reine Musiksendung. Und habe eigentlich immer so den Traum gehabt, ein Journalist zu werden. Ich dachte immer, das ist doch ganz super und das möchte ich gerne können. Habe aber nie eine Schule besucht. Ich habe das auch nie irgendwo gelernt. Ich habe es auch nicht studiert, gar nichts. Es war einfach nur das, dass ich es machen wollte. Und die besten Journalisten, was Radio angeht, sitzen bei SWF 3. Ich meine, ich wusste das nicht nur, dass mir das irgendeiner erzählt hat, sondern ich wusste es, weil ich SWF 3 früher immer gehört habe. Ich komme aus Kaiserslautern, das ist ein Sendegebiet. Und wir haben immer SWF 3 gehört. SWF 3. Oh nein, oh nein. 18 Uhr, 12 Minuten, SWF 3 Popshop. In den USA ist heute eine neue Biografie über Nancy Reagan in den Handel gekommen. Das Buch sorgt für Schlagzeilen, denn neben den Enthüllungen über das Sexualleben der früheren First Lady wird endlich nur auch die Frage beantwortet, wer eigentlich 8 Jahre lang die USA regiert hat. Die Kombination aus Unterhaltung und kommentierender Information gelingt Stefanie mittlerweile recht problemlos. Genauso wie das Mitmachen bei Veranstaltungen, bei denen SWF 3 in Erscheinung tritt. SWF 3 war schon immer, man könnte sagen, privater gewesen als die anderen öffentlich-rechtlichen Radiosender, auch in Marketingfragen. Wie zum Beispiel mit Elmi, dem SWF 3-Maskottchen. Und noch kupfern alle die guten Ideen bei SWF 3 ab und nicht umgekehrt.